Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von der Legende des Trikaros. Ja Leute, heute gibt es viel zu erzählen. Es wird das Projekt echt in eine andere Richtung wenden. Es wird das Projekt pushen, was ich jetzt heute erzähle. Es war Mondlichtschatztruhen-Event, es war Fischpuzzle-Event und wir haben ordentlich gefarmt. Mondlichtschatztruhen, 318 Stück. Wir wurden zwar 2 Stunden genervt, ein bisschen, aber wir konnten trotzdem dann noch die 318 Stück rausholen. War mega krass und das pusht das Projekt jetzt unheimlich. Wir haben jetzt 477 KK, wenn ich alle Mondis für 1,5 pro Stück wegkriege irgendwann, haben wir fast so mit 500 KK rein an Mondis und wir haben das Fischpuzzle-Event noch. So, und dazu wechseln wir jetzt mal kurz den Char. So, jetzt sind wir hier auf der Trikartruhe 2. Wir haben insgesamt 3 von den Trikartruhen und sie sind voll mit Puzzleboxen. Yay! Und zwar haben wir insgesamt 6 Stunden geangelt mit 5 Chars und haben 402 Öffnungen rausgeholt. Was, wenn ich eine Öffnung für 2,5 Millionen verkaufe, sind das über 1 Milliarde Young, Leute. Das heißt, wir haben in 2 Tagen 1,5 Milliarden Young auf Trika gemacht, Leute. Wenn wir alles so verkaufen und es wird nicht lang dauern, bis die Preise wieder so angepasst sind, dass man es gut verkaufen kann. Wenn nicht sogar für 3 KK pro Öffnung nach einem Monat oder 2. Ja, es gibt ja immer die Leute, die geben immer alles so schnell her für ja wenig Young, aber so einer bin ich halt nicht und das ist auch das Erfolgs ja Konzept in dem Spiel. Ihr müsst geduldig sein. Geduld ist das, was die offizielle Version ausmacht. Und ja, jetzt stellt euch die Summe mal vor, was wir mit Trika alles anstellen können. Ihr könnt ja mal in die Kommis posten, was wir alles so kaufen könnten, was wir machen könnten, würde mich mal interessieren. Das kommen wir auch noch am Ende zum Video dazu, was ich mir so vorstellen könnte, mit Trika damit alles zu kaufen, ja. Was wir da auch noch haben, sind natürlich Upstuffs, die wir gedroppt haben. Jetzt fragen sich die Leute, wo hat Trika denn überhaupt sein Mondlichtschatztruhen-Event gefarmt? Das war im Tempel in der 10. Ebene, also da in so einer Mittelebene. Ja, Mittelebene ist nicht, sondern die letzte Ebene vom Tempel. Bei den Baumfröschen habe ich gefarmt und habe dann halt noch dementsprechend viel Upstuff hier rausgeholt, den wir auch noch gut verkaufen können. Fluchsammlung plus 200k pro Stück, Froschzungen 300k pro Stück, Blätter 150k pro Stück. Beim ja, Angeln haben wir 14 Muscheln rausgeholt, 66 Gräten. Also enorm viel Zeugs zu verkaufen und da sagt mal einer, ja, man kann kein Young machen. Und da komme ich auch zum nächsten Punkt. Die Events waren echt klasse. Dazu mache ich vielleicht mal noch ein extra Video, wo ich so ein bisschen auf die Events eingehe, weil man darf sich jetzt einfach nicht beschweren. Es waren ziemlich viele Events. Ich bin kaum hinterhergekommen mit dem Switchen. Ja, jetzt ist Mondi-Event. Muss ich noch das und das besorgen, weil wir müssen nur Doppeldrop habe ich noch besorgen müssen. Und ja, dann war wieder Fischpuzzle-Event. Ja, das ist einfach ein bisschen, da war schon wenig Zeit dafür zu wechseln. Und ja, den Bushido wollen wir ja jetzt noch holen. Das ist das nächste Event quasi, wo Trikaros mitmacht. Und ja, es sind schon ziemlich viele aufeinanderfolgende Events oder überschneidende Events. Und das war ein bisschen viel. Aber man darf sie nicht beschweren, sonst kommen keine mehr. Ja. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Ich lasse da jetzt gerade mal einfach ein OK-Kartenspiel laufen. Ja, so, warum es eigentlich bei Trikaros so wenig vorangeht, beziehungsweise in kleineren Schritten, ist ja klar, dass ich den eigentlich nicht als Main spiele, den Trika. Und dass es dann dementsprechend natürlich dann schwer ist, ganz schnell hochzukommen. DE muss ich sagen, kann man ganz schnell hochkommen, wenn man dranbleibt. Das ist halt immer dasselbe, was ich ja auch schon immer wieder ja, sag, dass man einfach dranbleiben muss. Man muss ehrgeizig sein und hartnäckig und bissig. Wenn man das ist und dann nicht die Lust verliert, dann kann man richtig schnell hochkommen und richtig schnell, weil die Events erleichtern um einiges. Und da werden wir auch noch einige Talks führen, warum eigentlich DE
aus meiner Sicht selbst ohne Echtgeld viel, viel einfacher geworden ist als früher. Der Spieleinstieg ist viel, viel einfacher. Du kannst viel, viel schneller leveln mit den ganzen Tränken, die aus den Lehrlingskisten rauskommen. Und deswegen, ja, hier ist es quasi jetzt, da es nicht mein Main ist, investiere ich auch keine Zeit großartig in das Projekt. Aber ich investiere Zeit. Und das genug. Und von Tivo nehme ich halt auch keine Sachen, weil mir das wichtig ist, dass es für euch real rüberkommt und nicht gefaked. Das sind einfach Punkte, ja, die kann ein normaler Spieler einfach nicht haben, wie ich es schon oft angesprochen habe mit dem Handeln. Ihr werdet niemals so geile Deals kriegen wie ein YouTuber. Das könnt ihr gleich mal merken. Ja, das war mir einfach mal noch so wichtig nebenbei, euch das so zu sagen, wie, warum das so langsam, ja, abläuft. So, jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wo ich ja gesagt habe, ja, was will ich mir denn mit dem Geld von Trika dann alles kaufen? Und da habe ich mir so gedacht, ja, es gibt viele Punkte, die man eigentlich machen kann. Klar, jetzt wäre es toll, wenn man noch einen zweiten Blitz-Tali herkriegt, ja, aber da weiß man ja noch nicht so richtig, wie die sich verhalten, ob jetzt da, ja, jetzt plus 1 so den Damage erzeugt. Ihr kennt das ja, habe ich ja in dem Video Talisman-Bug schon erwähnt. Und Fossi hat da ja jetzt auch ein Video rausgebracht, was auch recht plausibel ist. Da kann ich auch noch kurz zu sagen, das habe ich mit Fossi abgestimmt. Das heißt, das ist jetzt kein Hate gegen mich, weil das ein bisschen so kurios in dem Video wiederkommt. Er hat da schon ein bisschen recht. An diese Dinge habe ich halt nicht gedacht. Zum Beispiel, dass du, ja, dieser Damage muss ja erstmal ins Spiel kommen, wie auch einer unter meinem Video gesagt hat, dieser sogenannte Basis-DMG, ja, dass man diese 1% Kraft des Blitzes zum Beispiel oder was auch immer, was ihr für ein Tali habt, dass die ja erstmal ins Spiel reinkommen und dadurch erstmal ein Damage erzeugt wird und der sich dann in kleinen Stüfchen steigert. Aber halt, man merkt es nicht so richtig. Man merkt es erst, wenn es mal so 30 Stufen höher ist oder so. Da merkt man schon, dass man mehr Damage macht. Das mal kurz zu der Tali-Sache noch. Ja, aber was ich mir gut vorstellen könnte zu kaufen, ist ja klar. Lederstiefel, richtig coole. Eine gute Kette. Dann haben wieder einige aber gesagt, ja, was ist, wenn du dann jetzt auf 54 gehst? Dazu fehlt mir halt noch der Skill. Die Bios ist ja kein Problem. Die Fluchi ist relativ schnell fertig. Was aber auch gekommen ist, kauft ihr doch einfach mal einen geilen Rubin. Könnt ihr mir auch einen mit AWDSS und Def holen, dass ich SD3 oder so pack, kann ich Leute leveln oder Sachen farmen. Ja, habe ich auch wieder gedacht, mit 75 bringt er mir dann nichts. Also es sind so viele Punkte, die ich mir gut vorstellen könnte, diese zu verbessern, weil es ist jetzt enorm viel Young und ausgeben macht am meisten Spaß, das wissen ja alle. Und das ist ein sicheres Geld, was ich hier jetzt habe. Und man könnte jetzt einiges machen, um, ja, sich zu verbessern. Man könnte ein Schulterband holen, aber es ist halt auch, man muss schauen, wie man es macht. Aber erstmal ist dran Schuhe, Kette und vielleicht dann schon mit Alchemie beginnen. Obwohl ich halt auch gesagt habe, ich möchte halt mit euch zusammen gerne Alchemie auch mal appen und so. Und das wird ja auch noch kommen. Man braucht nur Zeit dafür. Die ganzen Events haben es halt ein bisschen aufgehalten. Und ja, das habe ich mir so vorgestellt, das zu kaufen, beziehungsweise vielleicht endlich mal einen DR-Gutschein zu kaufen und vielleicht mal bei Trika einfach sagen, ja, ich hole mir jetzt einfach mal 30 Tage Doppeltrop, muss ich es nicht mehr farmen. Könnte man auch machen. Man könnte so vieles machen. Ja, oder mal ein Pet holen. Aber das werden wir sehen. Ihr könnt ja in die Kommis schreiben, habe ich vorhin gesagt, was würdet ihr mit so viel Young kaufen, wenn ihr jetzt halt aktuell so Equipment-Teile habt. Ich gehe es halt mal schnell so ein bisschen schneller durch. Was würdet ihr da jetzt kaufen? Schreibt es einfach in die Kommis. So, jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Thema. Und zwar morgen 17 Uhr startet mal wieder ein Livestream. Wir werden unterschiedliche Sachen machen. Es gibt noch ein bisschen was zu gewinnen. Wer übrigens noch nicht dabei ist bei dem anderen Video, was ich vor ein paar Tagen mal gemacht habe, da läuft noch eine Verlosung bis zum neuen Jahr. Und ja, morgen werden wir ein paar Dinge machen bei Trika und wir werden auch ein paar Runs machen. Und ja, dann gibt es jetzt noch was. Es wird
ziemlich, es werden jetzt im Laufe der nächsten 2, 3 Tage ziemlich viele Videos folgen. Und weil ich auch viel Content habe und viel zu erzählen, das heißt, es wird auch jetzt einiges sich verändern im Punktum Reden. Das heißt, ich werde ein paar Videos aufnehmen und werde halt in so einer kleinen Laber-Part machen. Mögen auch sehr viele, weil ich halt, ja, wie gesagt, Meinungen vertrete und werde da so ein bisschen generell über das Spiel auch eingehen, was ich gut finde, was ich schlecht finde und so weiter. Das werde ich machen. Und es werden ziemlich viele, ja, ziemlich viel neuer Content wird kommen. Bei Trika gibt es halt auch jetzt langsam noch eine Überraschung. Neuer Content. Wir gehen in einen völlig anderen Bereich, wo ich eigentlich wenig Ahnung habe. Und ja, es ist so ein bisschen mein Traum gewesen, in diesem Bereich auch mal was zu machen. Und der ist leider seit 4 Jahren tot. Jetzt könnt ihr ja zurückrechnen, was vor 4 Jahren passiert ist, circa. Ja, und das wird mein neuer Content sein. Neben dem Trikaros-Projekt wird es also ein neues Projekt geben. Ja, was ich auch noch mache, ist ein sogenannter, ja, eine sogenannte Talk-Runde. Das heißt, ich werde mit 5 Spielern, die müssen nicht unbedingt in meiner Gilde sein, die können auch von anderen Gilden sein oder andere YouTuber oder auch Leute, die kein DE mehr spielen oder auch Leute, die auf PSORIN aktuell spielen. Die werde ich einladen und man wird 15 Minuten talken oder manchmal auch länger über das Spiel und über 3 Themen meist. So 2 bis 3 Themen werden das sein und über das machen wir dann eine Talkrunde. Das Ganze soll bezwecken, dass man auch mal sieht, okay, was denken andere Spieler davon. Natürlich ist die Hoffnung auch da, dass es jemand aus der Entwicklung sieht, der das Spiel entwickelt bzw. published. Aus Sicht von vielen Spielern und deswegen ist es auch eine Serie. Das heißt, es kommt nicht nur ein Video, sondern es wird jeden Monat mindestens eins kommen, wo wir über das Spiel reden, über die aktuellen Lagen bzw. was sich verändert hat, eventstechnisch auch und auch wie man das Spiel halt verbessern kann oder was einen aktuell stört. Weil viele denken ja immer, okay, der Tibo kann schon viel labern und das kann ich auch, ihr wisst es ja. Aber wie denken eigentlich andere drüber? Weil eine Meinung kann man ja vertreten, aber oder halt sagen, ja, okay, das ist halt die Meinung von einem Spieler. Aber wenn du dann halt unterschiedlich wechselnde Leute hast und jeder sagt dasselbe oder vielleicht gibt es auch manche, die sagen was anderes, die finden es vielleicht gar nicht mal so schlimm. Ja, dann könnte das doch in eine andere Richtung, ja, schwenken. Und ich bin halt einer, der ziemlich viel auf Meinungen gibt. Also das wird so ein bisschen was kommen und es wird auch vor Neujahr noch ein Video kommen, wo ich mir auch gesetzt habe, ja, das will ich jetzt noch vor Neujahr machen mit euch und da könnt ihr echt gespannt sein. Also ich denke mal, Samstag, Sonntag, Montag werden schöne Video-Days, würde ich mal sagen. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann um 17 Uhr einschalten würdet beim Livestream und dann wie immer ein Like da lassen. Abo würde mich freuen und natürlich ein Kommi. Und ihr könnt ja schon mal raten, was der neue Content wohl sein wird. Dann danke ich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.